Noemi, Nathalie und Annick, die drei Miss Schweiz-Kandidatinnen lassen sich im Vanity-Salon noch mal so richtig verwöhnen, bevor es das letzte Mal heisst, ab ins Trainingscamp. Auch wenn es dort sicher anstrengend wird, freuen sich alle drauf. Wir sind eine kleine Familie, wir sind alle im gleichen Boot und das schweißt dann irgendwie doch zusammen und die Fremde. Jetzt dürfen sich die drei Auserwählten zuerst einmal auf Maniküre, Pediküre und das Hairstyling freuen. Sind das jetzt die letzten Beauty-Massnahmen vor der Wahl? Es geht nur noch Augenbrauen zupfen. Und es ist eigentlich nicht so wirklich. Ja, Haare nachgefärbt habe ich halt einfach mehr. Ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Ich habe Fieberblattern und das wäre schlimmst, wenn dann ein Fieberblattern kommen würde. Darum muss ich schauen, dass. Weil durch Stress kommt es ja eigentlich. Und darum schaue ich, dass ich einfach nicht stressig tun oder. Weil das wäre das Schlimmste. Also Ruhe bewahren. Und für das ist ein Beauty-Nachmittag ja genau das Richtige.